Ich bin Bianca Terhürne. Ich bin Geschäftsführerin der Eseltherapie Terhürne, gelernte Krankenschwester, Pflegesachverständige, Fachkraft für Leitungsaufgaben und, was die Tiere angeht, Fachkraft für tiergestützte Interventionen. Ich habe immer so eine feste Gang dabei, wenn ich hier hinkomme. Und dann gibt es welche, die variieren. Das Schwein Mika ist immer gefragt. Also wenn ich den nicht dabei habe, dann heißt sofort, wo ist der? Diese Tiere sieht man ja jetzt heutzutage nicht mehr so. Ein Schwein ist ja überwiegend im Stall. Das heißt, die Kinder haben gar keinen Kontakt mehr zu so Minischwein oder normalen Schwein auch. Sodass man da halt denen ein bisschen was beibringen kann über die Tiere. Das sind einfach mal Lebewesen, die da sind und kuscheln, ohne dass man fragen muss, ohne dass man weggedrückt wird. Die Kinder profitieren, glaube ich, generell davon, dass die Tiere halt authentisch sind, dass die nicht bewerten. Genau, unser Platz. Also wenn wir in der Therapie sind, ist es normalerweise so, dass wir ein Tier uns vornehmen. Jetzt laufen natürlich ganz viele hier rum. Die anderen Tiere werden dann weggesperrt. Ich kann gar nicht sagen, das ist jetzt das Tier, was gefragt ist. Ne? Ob es jetzt der Esel ist, ob es das Pony ist. Ja, das weiß Mona nicht so genau, weißt du, weil die sieht nur diese morsche Brücke und unten drunter Wasser. Und Wasser mögen Esel auch nicht. Weißt du warum? Weil ein Esel glänzt ja nicht so wie ein Pferd. Ne? Das Pferd hat eine Fettschicht, das hat der Esel nicht. Das heißt, wenn das Pferd nass wird, perlt das ab. Das ist beim Esel nicht. Das heißt, wenn es regnet, haut der Esel auch ab, dann geht er ins Haus. Wenn das jetzt eine schöne, moderne Betonbrücke wäre, dann wäre das alles kein Thema, ne, Mona?